Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zum Tagebuch vom Wolf im Traumfänger Teil 6. Wie ihr sehen könnt, tada, bin ich jetzt schon wieder ein Stück weiter gekommen und gehe mal ein Stück zurück, dass ihr das vielleicht besser sehen könnt. Ja, und heute möchte ich mit euch gerne dieses Stück machen. Ich bin jetzt schon über der Hälfte des Bildes drüber. Ja. Und so gut mir das Motiv gefällt, aber meine Steinchen, sie ploppen und ploppen. Ich komme gar nicht nach mit den Nachdrücken. Jetzt habe ich gehört, ein Nudelholz sollte da helfen. Ich habe leider keines. Ich bekomme auch hier in der Gegend keines. Jetzt habe ich mir im Farbengeschäft so einen Roller gekauft. Das ist ein Roller, wo man normal die Tapeten, die Naht drüber rollt. Der hat eine Gummibeschichtung. Ich weiß aber nicht, ob das das Richtige ist. Könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren schreiben, ob das das Richtige ist? So sieht das Ganze aus. Und wie ihr sehen könnt, das ist so ein Gummi. Ich habe leider nichts anderes bekommen. Das gibt halt nach, ich weiß nicht. Schreibt mir einmal in den Kommentaren, ob es das ist, was ich hoffe. Aber ich habe das damit versucht zu rollen. Und nach wie vor kommen mir Steinchen nach oben, also... Ja, bitte schreibt es mir in den Kommentaren, ob das das Richtige ist oder wie das diese Roller sein müssen. Ja, bitte, ich warte auf eure Kommentare. Ja, wie gesagt, dieses Stück heute und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's!
Ja, ich bin fertig. Wie ihr sehen könnt, hier, das ist schon die Schnauze vom Wolf. Das hier. Ich habe jetzt 4 Stunden gebraucht, also 10 mal 10 Zentimeter brauche ich im Durchschnitt 4 Stunden. Ich habe mich heute das erste Mal versucht, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt im Video, mit einem 3er-Aufsatz habe ich ein bisschen geübt. Es ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Außerdem finde ich, wenn man das mit dem normalen einzelnen Setzer macht, finde ich, wird das Ergebnis schöner. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das könnt ihr mir auch in den Kommentaren schreiben, wie ihr lieber arbeitet, entweder mit den normalen einzelnen oder mit den Mehrfachaufsetzern. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben oder ein kostenloses Abo hier lassen würdet. Ansonsten sehen wir uns, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video. Tschüss!